Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Einsatz von Ghost Recon Wildlands. Mit dabei ist Enno, Reaper und Navo. Hallo. Hallo. Und was ist heute unser Auftrag? Unser Auftrag ist, dass wir den Leibwächter von DJ Perico mal ein bisschen ausfragen. Mhm. Und dafür fahren wir jetzt links die Bahnschienen entlang. Oh Gott, Bahnschienen entlang fahren. Hätte man vorher die Schummis von den Reifen nehmen sollen, dann könnte man viel schneller fahren. Nee, da fehlt doch Müll. Der arbeitet jetzt da vorne. Was zur Hölle? Oh mein Gott! Oh Gott! Nicht bewegen! Gott bewegen, das Auto brennt! Au! Er will den Zug. Oh Gott, ja, ich hab dich, Enno. Das kam äußerst unerwartet. Ja. Ich glaube, wir laufen den Weg entlang. Der Sanitäter hat wieder zugeschlagen. Ei. Also das da vorne müssten die Minen sein, wo der ehemalige Leibwächter arbeitet. Von Moria. Wir könnten von... Ah ne, das... die Scheinwerfer ausschalten ist wahrscheinlich schlecht, ne? Ja, die kriegen das natürlich mit. Ja, da sind Gegner drumherum. Weil über die Schiene rein ist sehr auffällig. Die Drohne ist unterwegs. Schauen wir mal kurz den Turm an. So, der Turm ist leer. Links im Turm sehe ich noch einen Tango. Oben auf dem Turm. Im selben Turm? Nein, ganz links in der Basis. Klar. Meinst du den? Nein, links Na, davon ist noch ein Turm. Ja. So? Ja. Den. Genau, die zwei. Die haben Alarm am Start. Ja, wir haben Alarm. Und der Mineneingang ist äußerst gut bewacht. Da, wo die 4 steht, da sind 3 Leute und die sind alle ganz schön schwer bewaffnet. Davon abgesehen ist die 4 auch der Befehlshaber und wenn wir den niederstrecken, dann ergibt sich der Rest vielleicht. Okay, was ist denn unser Einsatz hier? In die Minen rein, um den Leibwächter zu befreien. Okay. Haben wir irgendwo einen Stromgenerator, der in Reichweite sich befindet? Bisher nicht gesehen. Wir könnten über diesen Fluss, über diesen Abfluss vielleicht unbemerkt die Scheinwerfer gehen. Ich bräuchte einmal kurz einen Nahbereichsscan von dem Turm hier vorne bei den Scheinwerfern, ob Gegner in der Nähe. Da ist niemand, wir können den Scheinwerfer hier vorne ausschalten. Okay. Gut. Okay. Ich gehe mit Enno. Ich werde mich mal eben dem Turm hochbegeben. Okay. Sind noch einige Feinde unterwegs. Oh. Okay. Wartet, haltet Position, bis ich auf dem Turm bin, dann kann ich okay. Mich decken. Verstanden. Naja, auch nicht wirklich. Wann war bist du bei Enno? Ja, beinahe. Ja. Augenblick. Okay. Ich könnte mich in dieses Blechgebäude dreistöckig begeben. Nur zusammen. Okay. Enno? Ja, bin hinter dir. In der untersten Etage ist nix. Genau, da ist auch hoch. Okay. Okay, wenn ich um die Schulter blicke, sehe ich nichts. So. Neue Position erreicht, hier habe ich einen besseren Überblick, kann aber nicht überall einsehen. Zweites Obergeschoss sauber? Ja, das okay. Gebäude ist sauber. Okay. Oh. Im Nachbargebäude befinden sich einige Leute. Okay, hier ist Öl. Das ist gut. Wir hätten vor uns den Alarmturm mit den Sicherungen. Könnt ihr ausschalten? Alarmturm ist ausgeschalten. Okay. Ein weiterer Sichtkontakt zu Tangos.
Sehe einen Lieutenant, glaube ich. Kannst du das bestätigen, Enno? Im dritten Geschoss, jetzt nicht mehr sichtbar. Negativ. Bei dem Fenster hinter dem Turm könnte er vielleicht gleich wieder rauskommen. Man der sieht seinen Arm. Der jetzt gerade im Nachbarhaus rausgekommen ist und Richtung Alarm läuft, den könntet ihr ausschalten. Sollte keiner sehen. Ist erledigt. Okay. Nahbereichsscan von der 1. Meintet ihr den mit dem Cowboyhut? Ja, positiv. Ich weiß nicht, ob das ein Lieutenant ist oder ob das ein Zivilist ist. Vorsichtshalber oh. Ausschalten? Negativ. Davon abgesehen befinden sich zu viele Feinde in dem Haus. Und ja, auch Zivilisten. Ein weiterer kommt jetzt raus. Der Nummer 4, bestätige. Genau. Zusammen mit einem Zivilisten. Ausschalten, wenn möglich. Dadurch ich glaube, er hat einen Sichtkontakt gehabt. Ausgeschalten. Ja. Ich glaube, er hat weitergefunkt. Irgendwie werden die Sie nervös. Noch ist kein Alarm und die anderen Personen scheinen auch nicht aufgeschreckt zu sein. Da ist gerade irgendetwas explodiert im hinteren rechten Bereich. War das der Scharfschütze? Also, Nummer 1 ist im Blick. Okay. 1 könnte von 3 gesehen werden. Ich habe die 3. Okay, dann, wenn ihr sie ausschalten könnt, 3, 2, 1. Jetzt. Robin. Gut. Der Ziel, Cowboy bewegt sich. Okay. Vorgangsweise mit dem Cowboy? Ja, sagt er. Am Leben lassen. Okay. Versuchte zu flüchten. Negativ. Hat sich auf das Dach geflüchtet, ja. Ich denke, das ist unsere Zielperson. Da kommt ein Zug. Von aus der Richtung, wo wir gekommen sind. Wann war ich würde aber sagen, wir müssten hier wieder runter, um rauszukommen. Hier oben ist keine weitere Treppe. Also, bei der C-Person im Gebäude befindet sich nur noch die 2. Okay. Aber es könnte noch Gefahr aus der Mine kommen. Die Mine ist gegenüber auf der anderen Seite der Bahnschiene. Okay, 2 ausschalten bei Sichtkontakt. Ja. So, befinde mich im Erdgeschoss. Ist gleich möglich. Das war jetzt ausgeschaltet. Habe ich gerade noch gesehen, wie die gefallen ist. Ich benötige einen Nahbereichscan von meiner Position aus. Ich befinde mich direkt überhalb des Mineneingangs. Irgendwas das Ziel geht wieder eine Etage. Das Ziel befindet sich wieder eine Etage niedriger. Ich befinde mich jetzt im Gebäude mit dem Ziel. Okay. Wenn ihr das Ziel seht, dann schnappt ihn euch. Der Mineneingang sorgt dafür, dass ich gesehen werde. Die Leute können da rauskommen. Okay. Den Leibwächter müssen wir verhören. Ich versuche, den Mineneingang mit der Drohne zu überwachen. Oh, die 1 läuft erstmal weg. Okay, ich hab ihn. Dann verhören. Okay. Was also, gibt er uns für Infos? Der Tengase. Arturo Ruiz? DJ Pericos Ex-Leibwächter? Perico? Verrecken soll er. Er hat meinen besten Freund erschossen. Ihren Freund erschossen? Nein, Mann. Meinen Hund, mi perro. Die süße Paloma hat niemandem etwas getan. Er hat ihren Hund getötet? Warum das? Hijo de su reputa madre. Perico wollte Gras aus einem AR-15 rauchen. Das Scheißding ist losgegangen und hat Paloma erwischt. Ja. Ich hab nachts immer noch Albträume und wache schweißgebadet auf. Wollen Sie es Perico heimzahlen? Geben Sie mir seinen Namen und ein Bild von ihm. Mann. Perico heißt Marco Garcia. Fotos habe ich nicht, aber ich hoffe, ihr killt den Motherfucker. Okay, die Informationen sind, dass unser Ziel Marco Garcia heißt. Okay. So viel Aufwand und alles, was wir haben, ist ein 0815-Name wie Marco Garcia. Ach, die ISA macht's möglich.
Schick ihnen den Namen und vielleicht liefern sie uns ein alles, Foto, mit dem wir das Arschloch identifizieren können. Okay. Wollen wir mit dem Heli weg? Ja, kurze Frage. Wir haben die Möglichkeit, in der Mine könnte sich noch waffentechnisch etwas befinden. Ein kurzer Lauf. Ja. Was denn für eine Waffe? Bin dafür. LMG. Mir recht, ich bin direkt am Eingang der Mine. Hier kommt bisher nichts los. Positiv. Stimme ich zu. Okay. Und werden wir da einmal nachschauen. Ich muss einmal kurz was an der Optik machen. Ich finde mich beim Mineneingang. So, wir warten auf weitere Anweisungen, würde ich sagen. So, so ist besser. Seid ihr in die Mine rein? Bisher am Eingang. Wir stehen am Eingang. Okay. Ich sichere euch nach hinten ab und nach vorne mit der Drohne. Drohne fliegt. Ja. Reaper? So wie wir gerade schleichen. Sie waren so gierig. Haben zu tief geschürft. Achtung, einer kommt euch entgegen. Aufgedeckt. Uraltes. Passt ja. Zumindest zur gebückten Haltung hier vorne gleich. Ich sehe die. Hier ist eine Waffenkiste. Kiste. Aufpassen, dass das ist hier eine montierte Waffe. Geil. Ah, daran müssen wir ja nicht. Das Ding habe ich schon. Wo will unser Sunny hin? Ist der nicht noch irgendwas? Negativ. Ich rücke nach. Schauen wir uns das gute Stück ja mal an. Solange wir uns hier nicht verirren. Ich denke, mehr ist hier auch nicht. Vorsicht! Ich höre einen Zug und bin auf Schienen. Keine Angst, da kommt hier nicht rein. Ja? Wo bist du? Ich versuche aus der Mine rauszukommen. Wie war das noch mit dem Verlaufen? Ich gehe mal mit der Drohne nach dir suchen. Bist du links oder rechts? Ich bin rechts gegangen. Ich bin auf schnellstem Weg zu euch. Ich habe leider die Kreide vergessen, mit der ich mir irgendwelche Markierungen hätte machen können. Ja, die Brotkrumen. Geh mal zumindest so lang. Du links, ich rechts. Ja, klar. Ich hab verstörende Dinge in der Mine gefunden. Die haben sich Teufelspuppen. Ich hab Sichtkontakt mit jemandem. Nicht mit mir. Ich hab ihn gefunden. Okay. Die Teufelspuppen kann ich bestätigen. Also alle bereit aus der Mine rauszukommen? Ich hoffe. Ja, ich hab unseren Sunny im Schlepp. Okay. Haben wir jetzt unseren Commander verloren oder wo ist der hin? Ich warte auf der. Am Eingang. Beim Ausgang, ja. Genau. Okay. Dann ab zum Helikopter. Das? Es ist kein Feind. Okay. Er hat ein Nickerchen. Jo. Er sah aus wie wenn ich Urlaub habe und ja, zu viel gedaddelt habe.
Mhm. Dann lande ich auch immer auf der Tastatur. Ich. So, bevor wir weiterfliegen, wie sieht es mit euren Speicherkarten aus? Sehr gut. Ja, ist noch genug Platz. Okay, dann okay. In welche Richtung? Erstmal quasi hinter uns. Noch ein bisschen weiter nach links. Noch ein Stück. Eisenberg! Ich weiß. Da kommen wir wieder an Flugabwehrgeschützen vorbei. Jetzt wieder ein bisschen nach rechts. Ich muss erstmal die Flugabwehr hier etwas ausmanövrieren. Quasi die Richtung von dem Mausoleum. Okay, was ist unser nächstes Einsatzziel? Also wir haben einen wahrscheinlichen Standort von der Radiostation von DJ Perico. Okay. Und wir sollen die Station durchsuchen. Und wenn er sich dort aufhält, dann wollen wir ihn halt fest in Gewahrsam nehmen. Wir okay. In welche Richtung müssen wir? Die, wo du hinguckst. Ich komm ganz gut hin. Hat sie Flug über den See? Ja. So ein bisschen weiter nach rechts, um den Berg rum quasi. Also du kannst der Straße, die jetzt über den Stausee führt, quasi fahren. Okay. Oh, hier gibt's sogar Schnee. Ja, sind weit genug oben. Jetzt ist hier mal was anderes angezogen, oder? Ja. So, jetzt links vor uns ist das, wo wir hinwollen. Ja, ich sehe die Antenne. Kannst du einmal um die Antenne rumfliegen, dahinter ist ein Berg, siehst du den? Ja. Dann würde ich gerne abgesetzt werden. Jetzt hier links hoch, genau. Oh, hier reicht schon. Okay. Angeblich ist das hier nur ein entlegenes Bauerndorf, also... Sollten wir nicht allzu viel Gegenwehr bekommen. Überhaupt. Ja, Störsender sind auf jeden Fall. Die Drohne wird gestört, ich sehe nichts. Okay, ich rücke mal bis zu diesem Funkturm vor. Ja. Begleitewand war. Da ist eine Person in dem Turm. Die 1, genau. Ja. Die ist gleich weg. Lass sie in Ruhe, die ist tot, wenn ich oben bin. Versuchen mit dem Fernglas ein bisschen was zu sehen, aber es ist halt schwierig. Da ist noch einer, da drüben. Achtung, da ist noch einer auf der Straße. Bei diesem Funk. Steht der alleine? Ich könnte die zwei ausschalten. Ich glaube ja. Was sagt Commander? Der steht alleine, könnt ausschalten. Tango getroffen. Okay. Also der Turm ist jetzt gesichert, aber ich sehe immer noch nicht das Drohnenstörgerät. Okay. Und hier sind jede Menge Feinde.
Ja, kann ich bestätigen. Ich sehe auch kein Drohnenstörgerät. Aufpassen, das ist dein Geschütz. Oh nein. Ich habe auch noch nicht das Zielgebäude genau entdeckt. Zweites Ziel da drüben. Wobei doch. Ich sehe es, das ist quasi eine Stufe weiter unten. Da wo ihr hinguckt, da befindet sich ja so ein kleiner Weg zwischen zwei Gebäuden. Ja. In beiden Gebäuden befindet sich etwas, was wir holen müssen. Okay. Aber da, wenn ihr runterguckt, das linke Gebäude, das ist das, was die Radiostation sein könnte. Mhm. Okay, also das mit der Antenne oben. Was zum? Ich stehe unter Beschuss. Wir wurden entdeckt. Oh. Okay! Unerwartet. Ein bisschen, ja. Dabei habe ich mich so schön in den Turm hochgeschlichen und habe den Kerl perfekt von hinten gegriffen und... Okay. Okay, wir nähern uns jetzt von der anderen Seite anscheinend. Ich bin noch nicht da. Oder noch immer, dass man mich absetzt. Hä? Sind alle da, oder? Ja. Negativ. Nee, Enno fehlt da noch, oder? Ja. Jetzt bin ich da. Keine Ahnung, was die diesmal so lange gemacht haben. Vielleicht wollten sie dir einmal neue Kleidung geben. Ach nee, das müssen sie ja bei Wanwa machen. Dem ist ja arschgeil. Also von hier aus, wenn ihr so rüber guckt, falls ihr noch neben mir steht. Ja. Ihr seht ja die große Antenne. Ja. Mhm. Wenn ihr dann die Felswand runter verfolgt, dann befindet sich da ein Haus, wo eine Antenne und eine Satellitenschüssel drauf sind. Ja. Positiv. Das ist unser Zielgebäude. Okay. Dann gehe ich mal hier runter. Von hier aus kann ich leider nicht aufklären, wo sich Feinde befinden. Okay, befinde mich jetzt bei einer Steinmauer ein bisschen näher. Ich habe das Radarstörgerät entdeckt. Okay, wenn du kannst, schalte es aus. Wird schwierig, ich pirsche mich vor und versuche es auszuschalten. Okay. Wo ist die Lage? Das Einsatzgebiet, ich gehe weiter vor. Enno und Banwa, ihr lauft zusammen rum, richtig? Negativ. Negativ, aber noch in sicherer Umgebung. Okay. Enno, wo ist denn deine Position? Unten an der Felswand an der vordersten Straße. Also da, wo die Hauptstraße ist? Genau. Ah ja, ich sehe dich. Ja. Also ja, laufen wir doch quasi zusammen. Wir laufen jetzt wieder zusammen. Okay. Die Frage... Ja, ich würde hier von hinten in das Gelände rein. Was sagt der Commander? Ja, das sieht gut aus, die Richtung, die er da einschlägt. Wenn er da sonst den Felsen rechts runter geht, da wo Enno gerade ist, und dann dem Weg folgt, dann kommt er direkt zu dem Haus. Allerdings ist das Gebäude rechts eventuell auch mit Feinden. Okay. Ja, ich werde gleich entdeckt. Ja, von dem Gebäude dahinter uns, vielleicht sollten wir erst das erledigen. Das große dreistöckige Gebäude. Das scheint die Personalbasis zu sein. Das Radarsteuergerät ist aus. Sehr gut. Dann kann ich euch wieder ein bisschen besser Daten durchgeben. Okay. Benötige Daten, wie viele und wo die Personen in diesem dreistöckigen Wachsteingebäude sind. Das Gebäude, an dessen Mauer ihr sitzt, oder das auf der anderen Seite vom Weg? Links von uns, links das von dreistöckige. Uns. Ja, genau dieses.
ist noch ein Tango. Eine ist gerade hoch in den ersten Stock. Oh, einer kommt hinter dem Gebäude hervor. Da ist noch ein dritter. Hat er was bemerkt? Ich wüsste nicht, was er bemerkt haben könnte. Ich kann auch nicht bemerkt haben. Ich bin nicht im Sicht. Ich auch nicht. Ebenso. Oder vielleicht hat er die Drohne bemerkt. Neutralisieren, aber das war schon lange vorher. Also laut der Anzeige hat er die Drohne nicht bemerkt. Befindet sich noch ein weiterer dort? 2 und 3 vor dem Eingang. Also ich befinde mich in sehr sicherer Lage eigentlich. Okay. Meine Position gerade nicht verändern, wird ansonsten gesehen. Gott, also, das ist tolles Haus. Die drei, die im Gebäude waren, sind jetzt außerhalb von dem Gebäude. Nummer 4 bewegt sich auf euch zu, seid vorsichtig. Mhm. Kann die Nummer 4 ausgeschaltet werden, sobald sie den Weg herunterläuft? Ja. Okay. Irgendwo bei mir muss noch einer sein, ich werde anscheinend gesehen. Ich weiß aber nicht, wo genau. Ich bin ganz nah bei der 4. An dem Dixie, direkt bei dir. Ja, den habe ich gerade gesehen. Verdammt. Ich habe ihn zu spät bemerkt und konnte ihn nicht markieren, leider. Ja. Ich werde dann gleich wieder zu dem Radarstörgerät sneaken. Ja. Mhm. Gleiche Vorgehensweise wie beim letzten Trainingsmodus. Er wartet noch auf Navo, die ist noch unterwegs. Ja, wir können uns ja schon mal zu der Mauer begeben. Könnt ihr weiter um die Mauer herumschleichen? Theoretisch ja. Ich will nur schauen, ob die Straße bewacht ist. Hier vorne. Hier kommst du mal runter. Wir befinden uns jetzt an der Hauptstraße. Ja. Okay, ich sehe euch. Drohne steigt auf. Die Drohne funktioniert nicht, wir werden gestört. Das Störgerät ist noch nicht ausgeschaltet. Okay, dann warten wir erstmal, wann war. Ja. Ich sehe eine kleine Hör auf zu singen. Aus. Wir haben da oben auch noch einen Scharfschützen. Jetzt ist es aus. Reaper, kannst du den Scharfschützen ausschalten? Ich bin hier gerade mitten in einem Loch, also... Sag Bescheid, wenn du kannst. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ziel 5 gesichtet. Okay, sind das sind die 2, 3 und 4 alle Personen in dem Gebäude? Auf den ersten Blick ja. Hinter dem Gebäude ist gerade einer den Berg hochgegangen. Negativ nicht einsehbar. Und ja, es sind die einzigen auf dem Gebäude. Ja, der den Berg hochgegangen ist, der befindet sich jetzt bei einem anderen Haus. Ah ja, ich glaube, ich sehe ihn. Ist nur gefährlich, wenn er wiederkommt. Wenn wir zur Radiostation müssten. Da oben ist auch noch eine Wache in einem kleinen Unterstand. Achtung, da bewegt sich auch einer auf der Straße auf das Gebäude von den dreien da. Die Hauptstraße? Nee, auf das Dixie von eben. Jetzt geht er zu dem Tor, diesem Holztor. Ja, nennen wir es mal Hauptstraße. Aber ja. Reaper, wie sieht's aus mit der 1? Schaffst du, oder? Ich hab keine Ahnung, wo die steht. Ich hab zwar eine
die Markierung, aber ich kann sie nicht einsehen. Ich nehme die Markierung weg, weil der auf der Hauptstraße wichtiger ist. Verstanden. So. Welches ist die Person auf der Hauptstraße? Die markiert. Die 1. Hallo. Was? Dieser kleine Dreckspisser. Das nächste Mal krieg ich direkt eine Kuhle in den Kopf, da lasse ich ihn nicht am Leben. Auf dem Weg zu diesem blöden Drohnenstörgerät habe ich einen einzelnen Gegner, den umlaufe ich permanent. Weil er einfach nicht in meine Richtung kommt. Aber jetzt meinte er, mir hinterher rennen zu müssen und hat sich in ein anderes Gebäude bis nach ganz oben verzogen und hat mich dann gesehen. Der Feind ist unberechenbar. Wie kommt ihr am besten an den Radiosender ran? Vielleicht die gleiche Vorgehensweise von links? Mal, ich sehe da. An was stehst du? Bist du? Also links waren eben mehr Häuser, wo ja, die Leute zwischendurch gelaufen sind. Ich sehe von meiner Position aus, dass wenn wir an der Mauer rechts entlang gehen würden, vielleicht noch ein kleiner Weg lang führt. Dann wären wir quasi schon am Radiosender dran. Das Mann und ich außen an der Mauer entlang schleichen. Ja, dann macht das. Geht weiter rechts rum und versucht weiter den aus dem Weg zu gehen. Okay, wann war ich? Ich bin jetzt aber erstmal noch oben. Ah, da habe ich dich, glaube ich, gesehen. Bild und Ton sind unscharf. Wann war denn hinter dir? Ja. Hier meinst du. Drohnenstörgerät aus. Wenn du die Hauptstraße entlang schaust, hast du oben ein Verkehrsschild mit einem kleinen Weg da links eingebündelt. Moment. Die Hauptstraße entlang. Negativ sehe ich nicht. In die Richtung, in die ich schaue, hast du die Straße entlang auf linker Seite ein Straßenschild und dort scheint ein kleiner Weg reinzuführen. Negativ kann ich nicht. Ah, doch. Ja, sehe ich. Mhm. Wir könnten das versuchen, Den Weg könnt ihr sehr gut nehmen. Ja. Okay. Und dann, wenn ihr auf das Tor zulauft, dann so ein bisschen rechts davon könnt ihr über die Mauer klettern. Hier was? Ich muss mich gerade kurz. Er muss sich von seinen Sünden befreien. Meine Hände in Unschuld waschen. Oh, wir werden gesehen. Negativ kann ich nicht. Doch. Gut, fehlgeschlagen. Negativ? Doch. Dann etwas später. Sobald wisst das ihr, links auftaucht, dass da alle im Erkundungsmodus sind, ist die Mission fehlgeschlagen. Wisst ihr, wer euch gesehen hat? Ja, das waren auf der Straße Unidad-Leute, oder? Das ist okay, auch keine gute. Das war dann ein unglücklicher Zufall. Ja, das aber denke ich auch. Also entweder macht ihr dasselbe trotzdem nochmal, oder ihr geht wieder zu der Mauer. Und rechts entlang? Geht da einmal rum an dem Tor vorbei und dann seid ihr ebenso an der Mauer. Okay. Also, dann müsstet ihr das quasi auch hinkriegen. So also in das Gebiet von meiner Position aus, wo ich halt den Störsender da hinten links ausschalte, da kommt man eigentlich genau an der Wand relativ weit vorwärts, ohne gesehen zu werden. Der einzige Knackpunkt, der es ist, ist der Typ im Turm. Ja, ich bin eher für das mit der an der Mauer. Setze Drohne ab. Die Drohne funktioniert nicht, wir werden gestört. Es wird auch immer nebliger. Wir haben einen Helikopter. Ich hoffe, der sieht uns nicht. Warte erst. Wo ist der Typ? Aua. Geht's dir gut? Nein. Ich glaube, unser Sunny ist abgestürzt. Stopp, Enno. Okay. Hinter dir. Ja, darin lang. Gerade noch aus. So, jetzt ist das Störgerät. Hier, wo ich drüber stehe. Unter mir. Ach da, hinter diesen Schrottteilen. Mann. Du hast doch die falschen Sachen hier. Du solltest mal ein paar Winterstiefel anziehen, sonst rutschst du zu sehr. Ja, das war mein Problem. Also, hinter uns wieder eine Hauptstraße, das ist ein bisschen gefährlich. Ja, solange da keine Unidad-Fahrzeuge langfahren, sind wir eigentlich in Sicherheit. Ich würde trotzdem also vorschlagen. Das ist ein zweites Ziel. Momentan ja. Okay.
Also im Moment sehe ich keine feindlichen Fahrzeuge. Sollen wir vorstürmen, um die Zeit zu nutzen. Es nähern sich zwei Autos, aber die sind in Ordnung. Und das war's auch an Fahrzeugen. So, der Typ in dem Turm oberhalb ist down. Okay, dann gehen wir uns jetzt Hauptstraße weiter entlang. Da ist ein zweites Ziel. Okay, befinden wir mich jetzt hinter diesem Schott an Samdok. Okay, ihr könnt weiter vor zu dem Straßenschild und dem kleinen Weg links. Okay. Dann befinde mich am Straßenschild. Ich habe gerade eine Markierung gemacht, die 2. Ebenso. Was ist das da für ein Gebiet? Das ist oberhalb von der Dings, aber der ist schwer bewaffnet. Das ist, darum geht's nicht. Ist hier noch jemand in der Nähe? Sehe ich nicht und lieber nicht schießen, weil wir brauchen den nicht ausschalten. Ich bin hier oben. Achso. Das musst du auch sagen. Aufpassen, wir haben ein Geschütz. Wir befinden uns jetzt an der Mauer beim Tor. Ja, beim Haupteingang. So, wenn ihr von der Mauer. Bis die drei bei uns. Noch ein Teil weiter vorgeht, also wo meine Drohne jetzt ist. Wo ja. Ich bin, über die Mauer und über die Straße, da ist das Sender, ich sehe ihn schon. Ja genau, aber die Mauer, wo ich mich gerade befinde, das ist der direkteste Weg quasi, okay. Direkt vor der Tür. Das Problem ist, etwas oberhalb haben wir noch die 3. Ja. Da haben wir gefordert, gesehen zu werden. Wie sieht es hier bei meiner Position über die Mauer gehen mit der Feindeslage aus? Ich könnte versuchen, die 3 auszuschalten. Negativ, also, oder? Im Moment befindet sich dort keiner. Ich würde jetzt erstmal nach Reaper sehen, weil er könnte die 3 von oben ausschalten. Okay. Wenn er sich da oben befindet. Ich befinde mich bei dem Turm, wo der Sniper drin war. Allerdings werde ich von irgendetwas immer wieder hier gesehen, wenn ich mich bewege. Ich weiß nicht von was. 102? Ich glaube nicht. 2 war vorhin weit weg. Ist sie alleine? Ja, jetzt geht's wieder. Soll ich einen Versuch machen, die 3 zu erledigen? Negativ. Okay. Mal abwarten. Oh! Hab ihn. Reaper, sonst einmal andere Richtung und hinter den Turm. Ist in dem Gebäude, in der 2. Ist da noch einer drin? Soweit reicht meine Drohne nicht. Ich kann dir das nicht sagen. Aber ansonsten könnte ich auch mal kurz meine Drohne verwenden. Ja, dann mach das. Okay, dann schauen wir mal, ob meine Batterie so lange hält. Ich muss nur wissen, ob da einer drin ist. Meine Drohne hat sich gerade verhaut. So, komm jetzt. Ich sehe nur die 2. Drohne fliegt. Bin auch wieder mit der Drohne ran. Da befindet sich Gebäude. Noch ein weiterer. Okay, hör zu. Noch ein, macht 5. Also, die 3 ist für mich, wenn ich mich ihr annähere, ohne Probleme erledigbar. Okay. So, Status über die 3, Nahbereich scannen. Der ist alleine, Reaper und... Okay. Gut. War das hier? Hier war das. Ja, wir können in die Radiostation rein. Okay. Statusmeldung 1, was ist mit dir? Hier ist niemand. Vielleicht abgehauen. Vielleicht hat ihm jemand einen Tipp gegeben. Aber er ist noch auf Sendung. Bowman, wir sind beim Sender. DJ Perico ist nicht da, aber das Programm läuft noch. Er benutzt diese Station als Relais zur Signalverstärkung. Ohne Code kommen wir da nicht rein. Scannen Sie seine Antenne mit der Drohne. Sigyn kann versuchen, die eingehenden Daten zu erfassen. Nur zu ermitteln. Verstanden. Das Einzige, was ich bei Baumanns Anruf verstanden habe, scannt die Antenne. Wir müssen die Drohne ruhig halten, bis der Scan fertig ist. Ja. Als ich schon mal vor Ort bin, würde ich das suchen. Okay. Du bist ja auch unser technischer Experte. Seid vorsichtig mit 1 und 2 und... Tempo Nummer 3. Die 3 jetzt auch. Die patrouillieren zwischen den Gebäuden und in den Gebäuden. 3 ist down. Okay. Hat noch keinen Erfolg. Okay.
Okay, ich gucke mir mal die nähere Umgebung an, während unser Techniker versucht zu scannen. Irgendjemand sieht mich, ich muss kurz weg. Wo ist deine Position? Weil dich habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Nee, ich konnte mich verstecken, das war nur ein vorbeifahrendes Auto, denke ich. Irgendwie verstehe ich deren Technik hier nicht. Oh, hier befinden sich... Die drei war's. Was denn? Keine Schussmöglichkeit, würde 1 und 2 aufschrecken. Ich weiß nicht, ob die große Antenne gemeint ist. Oder vielleicht eine andere Antenne. Ich kann mir vorstellen, dass die kleinen Antennen hier auf dem Dach gemeint sind, aber okay. Allerdings habe ich das Problem, dass meine Reichweite für die große nicht so stark ist. Wie ist das mit unserem Commander? Ich versuche gerade mein Glück mit dem Scannen. Ich glaube, es klappt. Ja, anscheinend klappt es bei mir auch. Drohne. Meine Drohne ist zu schwach und ich bin direkt unter dem Turm. Also. Ich habe keine Ahnung von Technik. Enno? Ich habe hier noch einen Orden gefunden. Wo genau? In diesem dreistöckigen großen Gebäude, ganz auf dem Dach, ist auch kein Tango drin. Hoffen wir, dass kein Wadus. Hoffentlich findet Zick in Pericos Aufenthaltsort heraus. Ich denke, das wäre auch ein guter Ort, um uns zu sammeln, einmal in diesem dreistöckigen Gebäude, nicht das, wo die Feinde sich befinden. Dank der gefundenen Pläne und dem Datenscan wissen wir, dass Perico ein einfaches Frequency Agility Programm benutzt, um das Signal zu verschlüsseln. Aber um das Signal für Pakataris Rede zu kapern, brauchen wir noch den Code. Richtig, wir haben genug Daten, um Perico ausfindig zu machen. Statten Sie ihm einen unfreundlichen Besuch ab und holen Sie sich den Code. Bowman schickt Hintergrundinfos zu DJ Perico. Ich hab nur irgendwas von wegen Programm verstanden. Wo war jetzt ein Orden hier noch? Das Dach von dem Gebäude, dem dreistöckigen. Genau, den einen kleinen Nachtisch. Repliken zu Suenius Mausoleum transportiert. Es ist nicht eure Hauptaufgabe, aber so verletzt ihr Suenius Stolz. Klar, wenn sich die Chance bietet, machen wir den Konvoi platt, bevor er Suenius Schrein erreicht. Okay. Pakatari hat angerufen, der will, dass wir irgendeinen Konvoi platt machen. Ja, allerdings scheint meine Speicherkarte gerade voll zu gehen. Ja, meine ist schon am Auseinanderplatzen. Hey, cool, hier sind Chips. Mhm. Wo also, habt ihr den Ort? Ganz auf dem Dach im dreistöckigen Gebäude. Okay. Okay, ist der derzeitige Einsatz abgeschlossen? Soweit abgeschlossen, ja. Okay. Ja. Dann war's das mit dieser Folge von Ghost Recon Wildlands. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Tschüss. Tschüss.